Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir wollen versuchen, irgendwie wieder demnächst eine große Insel zu erreichen. Eine ist ja irgendwo da hinten, aber die werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Und dann hoffen wir mal, dass wir anders irgendwie noch eine Insel kriegen. Damit wir genug Holz kriegen können, dann wir zu der Bäreninsel gehen können und dort vielleicht diese Dingens, wie heißen die jetzt da, diese Bubblefische erwischen. Achso, das können wir ja auch schon alles nach oben packen. Alles kann davon nach oben. So, das auch. Und das auch. Damit hier unten dann frei ist. So, das kommt dann. Ich würde sagen, das soll dann hier hinkommen. Dass wir dann direkt darauf hingucken können. Dann würde ich den ja hier direkt daneben packen. Damit wir genauer sehen können, ob wir im Strom sind oder nicht. Hallo, ich drück doch R. So. Und dann die Antennen. Packen wir einen hier hin. So. Einen dann dahin. Und einen ungefähr mittig hier hin. Und die Batterie packen wir auch mal wieder hier hin. Und ich will dann auch in der nächsten Insel versuchen, Dreck hier aufzusammeln. Damit wir, wo finden wir das? Hier Wiese machen können. Dafür brauchen wir Schmutz, Planken und Kunststoff. Dann haben wir endlich für den Kunststoff wieder eine Verwendung. Und damit wir hier auch langsam planen können, hier alles umzubauen und so. Ich würde sagen, den Kochbereich, die Küche, machen wir hier vorne direkt. Hier soll dann die Küche sein. Wenn man direkt runter geht, kommt man direkt rein in die Küche. Dann machen wir hier so zu. Dass das quasi dann so eine Art Ablegestelle ist. Und dann hier hinten irgendwo Lagerräume und Werkstätten. Und hier können wir mal das hier reinpacken. Deine. Den Schrott. Glas haben wir ja 13 Stück. Ah ja, wir hatten ja das Glas von hier ja mitgenommen. Stimmt. So, und Seile können wir auch mal wieder voll machen. Kokosnüsse und Mangos können wir mal uns wieder schnabulieren. Schauen wir mal unten. Alter, wir haben wieder ordentlich was gesammelt. Und wir haben wieder einen Stein. Das ist schön. So, den Stein packen wir auch hierzu. Plastik brauchen wir nicht. Die Dinger auch nicht. Und wir haben wieder ein Rezept. Hier müssten wir eigentlich auch so wie da so was machen in der Richtung. Und was wir aus diesen Bereichen machen, unten und oben, weiß ich noch nicht. So, das Fass will ich mir noch holen. Weg damit und weg damit. Weil wir haben wieder 13 Stämme. So, was können wir ja noch machen? Gab es hier nicht eine Leiter? Hier gab es Leitern. Dafür brauchen wir Nägel und wir haben ja wieder Nägel. Nice. Können wir die Nägel auch mal ein bisschen verbrauchen? Die waren ja hier. 12 Nägel. Packen wir mal dahin. Kokosnussschlag haben wir.
würde sagen, wir können aber auch das Ding schon mal nach vorne packen. Okay, wir lassen das erstmal grillen. Wir können ernten. Nice. Das nehmen wir mit. Und die schwarzen Blumen packen wir hier rein. Ja, ich mache immer noch zu viele Umwege, das merkt ihr auf jeden Fall. So, da ist wieder ein Fass. Nice. Dann machen wir jetzt schon mal die erste Leiter. Kann ich das nicht dahin machen? Okay, ich raff das nicht. Warte mal, wir reißen das hier mal ab. Ich kann das nicht einfach so hier hin machen, okay. Und das ist jetzt weg. Kann ich jetzt dann hier so eine Wand dran machen? Kann ich nicht. Kann ich da dann einen Boden dran? Ist das richtig rum? Oder ist die Seite richtig? Kann ich jetzt auch nicht... Hä? Ich raff die Leiter nicht. Da vorne haben wir wieder eine Insel. Aber okay, gut. Dann machen wir das erstmal anders. Beziehungsweise hier... Wollte ich ja ab hier so was machen. Und hier auch. Und dann jetzt eher mit den halben Wänden. Dann hier wieder weiter. Was ist denn das für eine Insel? Wir gehen erstmal pennen. Die Insel wird ja eh nicht verschwinden. Dadurch, dass wir pennen gegangen sind. Aber eine mit Flagge. Wir kommen da eh gleich vorbei, also... Aha, okay. Die Insel ist sehr interessant. Ist das eine Pirateninsel wegen der Flagge oder? Ist das eine storyrelevante Insel? Ich kenne die gar nicht.
Ich bin gerade ein bisschen, wie sagt man, hier ein bisschen perplex. Ein bisschen baff. Wir halten da auf jeden Fall an. Also erstmal hier den Loot mitnehmen. Können wir nochmal zwei von denen hier platzieren, hinsetzen. So und so. Da gehen wir definitiv hin. Hier gibt es andere Fische, okay, aber nicht diesen Explosiven, den ich unbedingt haben will. Wo ist ein Boris? Hey! Ist das eine Story-Insel? So eine zufällige Story-Insel? Freigeschaltet, oh Captain, my Captain. Funkgerät aufnehmen? Funkgerät? Oben gibt's nichts. Planken. Kapitänsmütze. Schade, dass ich mich jetzt nicht selber sehen kann. Aber okay, wir haben ein Funkgerät. Hier haben wir noch eine Planke. Okay, das finde ich jetzt interessant, wirklich, dass wir sowas hier finden. Ich bin jetzt gespannt, was es hier noch so zu entdecken gibt. Die Insel schauen wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer an. Ich habe aber so das Gefühl, wir finden hier irgendwie einen Toten oder sowas und so ein Skelett. Ah, komm. Okay, hoch können wir nicht. Da ist wieder Schrott im Wasser. Können wir anders irgendwie hoch? Hier können wir hoch. Will das hier noch ein bisschen genauer abgorten. Kann ich das vielleicht irgendwie abmachen, ne? Vielleicht gibt hier noch irgendwas. Schwarze Blume auch auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Allein schon wegen der Farbe, die sie gibt. Haben wir wieder Pilze. Ah, wir haben die Schaufel nicht mit. Und sonst hätte ich jetzt den Dreck da auch noch mitgenommen. Ah? Okay. Man kann hier rein. Das ist jetzt cool. Aber ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass wir irgendwen hier noch finden. Egal ob lebendig oder tot, aber dass wir so jemanden finden. Nein! Hat Boris mich jetzt erschrocken. So, das können wir wegschmeißen. Das auch. Das auch. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und so. So, nochmal drei Farbe. Nice. Na egal, komm, die Erde lassen wir mal da. So, jetzt will ich mal schauen.
Okay. Das lassen wir erstmal hier. Das finde ich jetzt geil, dass wir einen eigenen Radiosender jetzt hier haben. Die Erde kriegen wir auch ein andermal. So, dann können wir jetzt aber erstmal ein bisschen hier bauen. Das hier fertig machen. Hier vorne. So. Nein, falsche Taste. Aber den nehmen wir noch schnell. So. Hier bin ich am Überlegen, eventuell sowas hier zu machen. Und dann sowas. Wofür wir jetzt kein Holz mehr haben. So, den nehmen wir aber dafür mit. Jetzt müssten wir hier für einen. Komm. So. Und den kriegen wir doch hoffentlich auch, oder? Nice. Aber der hat nicht das, was ich mir erhofft habe. Oder gewünscht habe. So, warte mal. Wir können erstmal ins Lager runtergehen. Und dann hier nochmal das voll machen. Das können wir nochmal voll machen. Hier muss nichts rein. Hier kann das hier rein. Kartoffeln können hier rein. So, hier kann das Seil rein. Glas. Bolzen. Nägel lassen wir erstmal hier. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich das mit den Leitern jetzt hinkriegen soll. Dann wollen wir hier nochmal Farbe reinmachen. Also Blumen. Haben wir hier wieder was? Palmblätter und Planken. So, dann können wir jetzt da oben erstmal fertig machen. So, dann haben wir den Bereich jetzt fertig. Nein, den anderen kriegen wir nicht, das Fass. Komm. Ja. Haben wir jetzt. So, wir wollen aber was trinken. Definitiv. Und dann können wir hier auch nochmal. Oder warte, haben wir jetzt wieder? So. Und dann brauchen wir für den Boden hier nochmal 6. Wir brauchen wieder 6. Die wir immer noch nicht haben. Wir haben nur 3. Und weg damit. Und damit weg. Das lassen wir mal. Was können wir jetzt hier eigentlich färben? Wir wollen noch ein bisschen Farbe machen. Unten können wir anfangen. So, wir fangen hier mit dem Bereich an, den Boden zu streichen. So, das war's dann. Oder ist die Farbe hier fertig? Ja. Okay, ein bisschen können wir nochmal machen. So, das war's. Mehr Farbe haben wir nicht. So, wie sieht's hier aus? Ah, hier ist fertig. So, dann packen wir die drauf. Achso, wir haben hier keine Planken drin. Ne?
So, was sagt denn der Computer, wo wir hin müssen? Wir können nach Dachen driften, also drehen. Na, noch ein bisschen. Oder wartet, wir lassen das mal an. So, das müsste jetzt reichen. Dann sind wir auf direktem Weg zur Bäreninsel. Nach, wie hieß die Insel nochmal? Nach Balboa. Ich frage mich, wie die wohl auf den Namen gekommen sind eigentlich. Haben wir das jetzt eigentlich da gemacht? Nein, wir haben den Boden da jetzt nicht gemacht. Weil wir die Planken jetzt da unten reingetan haben. Weil ich ein Genie bin. Ich hoffe, wir haben jetzt den Müll eingesammelt, wenigstens. Oh, eine Kiste und ein Fass. Ah, nice, wir haben jetzt genug. Dann machen wir das hier fertig. Nice, dann haben wir hier für die Küche schon mal so ein Ablegeding. Oder für die Schiffskantine. Okay. Hat da irgendjemand Hilfe gesagt oder sowas? Also, help me? Oder sowas in der Richtung? Oder haben wir das jetzt nur eingebildet? So, den werden wir nicht kriegen. Ja. Ich habe doch gewusst, dass wir den nicht kriegen werden. So. Aber jetzt werden wir den kriegen, ne? Wir gehen übrigens nur zur Bäreninsel erstmal wieder hin, um diesen Fisch zu kriegen, weil der da wahrscheinlich ist. Für die Story sind wir noch nicht stark genug, sage ich jetzt mal so. Weil wir keine Rüstung haben, wegen diesen einen Scheißbären, der da ist. Der eine Bär, der irgendwie so ein Bossgegner sein soll oder so, gehe ich von aus. So, können wir hier noch irgendwas reinpacken? Die Steine. Und hier. Hier brauchen wir nichts reintun. Hier auch nichts. Aber hier können wir die Seile jetzt reinmachen. Dann sind die Seile jetzt wieder voll. Und ich würde sagen, 1, 2, 3 machen wir wieder. Ach, da sind schon. Okay. Dann packen wir die wieder komplett da rein. Wir haben nur vergessen, die Pflanzen zu wässern. Schon wieder Hilfe. So, mit Salzwasser füllen. Und dann so. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich das jetzt abreißen würde, würde das alles hier noch stehen oder wird das runterknallen? Will ich jetzt eigentlich gar nicht riskieren wollen. Aber die Frage stelle ich mir trotzdem. Und da kommen wieder Fässer. Komm. Nice, den haben wir. Ich frage mich wirklich, wofür ich das hier machen könnte. Vielleicht kann man auch Fässer irgendwie als Deko oder sowas hier platzieren. Und dann kann ich die dahin tun.
Fände ich auch eine coole Idee. So, dann machen wir jetzt noch mal zwei Zäune hin. So, und den holen wir uns. Nice. Das heißt jetzt noch ein. Und dann der hier noch und dann ist die Seite fertig. Obwohl, hiermit bin ich ganz glücklich, wie das hier abschließt. Aber egal. Die Sorge, die ich mir jetzt mache, ist wegen das hier. Ob ich nicht hier vielleicht auch noch so eine Wand machen sollte, so eine halbe und dann so. Ich muss hier noch vieles streichen. Auf jeden Fall noch muss hier viel gemacht werden an Farbe. Komm, das Fass holen wir uns. So. Ja, nice, den haben wir. Und nur drei Schrott. Okay. Und erwischen wir den. Jo, wir machen da vorne fertig. Oh, nice. Das ist aber heute eine geile Folge gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier das fertig hingekriegt. Wir haben das Ding gefunden. So eine richtig geile Insel auf jeden Fall. So eine kleine. Ah, den kriegen wir so nicht. Die müssen wir dann mal hier wegschmeißen. Haben wir noch was zum Wegschmeißen? Nope. So, dann können wir jetzt hier wieder einlagern. Dann machen wir hier noch Seile hin. Und hier den ganzen Schrott. Die sind noch nicht fertig. Ja, ist jetzt wirklich nur noch das explosive Pulver kriegen. So ein hier ein bisschen Dreck verteilen. Also ein bisschen Wiese verteilen. Schauen, dass wir das auch immer irgendwie gewässert kriegen und dann die Tiere hier holen. Rüstung holen und dann können wir zur Bäreninsel. Boah, das müssen wir zusehen, dass wir das zur nächsten Folge machen. Ich mache jetzt aber ein kleines Aufnahmepäuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.